Berliner Teams führt bei den 13. deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Beachtennis in diesem Jahr kein Weg vorbei. Gleich drei Hauptstadtteams haben es in die Top 4 der Republik geschafft. Einzig das Beachgeschwader aus Niedersachsen kann noch mithalten, muss aber im Halbfinale anerkennen, ihre Gegner von der Spree sind leider geiler. Leider geiler Berlin, so auch der launige Teamname der Truppe von SCC-Spielern, die von Laura Kempkes vom Beachtennis Berlin ergänzt wird. Alle sechs kennen sich von Kindesbeinen an vom Tennisplatz, doch nur Laura hat den Schritt zur reinen Beachtennisspielerin gewagt. Ich bin tatsächlich vor 3 Jahren hierher gekommen. Das war mein allererstes Turnier, was ich jemals gespielt habe und seitdem hat mich das auch nicht wieder losgelassen. Ich finde, es macht es so eine Mischung aus allem. Also jetzt, wenn die Sonne scheint, du bist am Sand, du hast Sand unter den Füßen, du kannst dich bewegen und es kann halt aber auch irgendwie jeder spielen. Also jedem kannst du einen Schläger in die Hand geben und es kann direkt losgehen ohne große Vorkenntnisse und ich glaube, es macht auch so ein bisschen die Faszination aus. Für die Weltmeisterin und aktuelle Nummer 1 der Welt Mareike Biegelmeier war diese Faszination so groß, dass sie im vergangenen Herbst mit dem Beachtennis Berlin e.V. Deutschlands ersten reinen Beachtennis-Club gegründet hat. Ja, also Beachtennis gehört ja dem normalen Tennis an und dementsprechend, um in die Rangliste aufgenommen zu werden, muss man eine Vereinszugehörigkeit haben. Trotzdem möchte nicht jeder, der jetzt mit Beachtennis anfangen möchte, sofort Mitglied in einem Tennisverein werden. Zumindest hier in Berlin haben wir auch sehr viele kommerzielle Anlagen und haben dann gesagt, okay, wir gründen einfach einen Beachtennisverein, um die ganzen Quereinsteiger und diejenigen, die keinen Tennisverein haben, irgendwie abzufangen. Gemeinsam mit Laura Kempkes wird Mareike Biegelmeier übrigens im Herbst für Deutschland bei den World Beach Games, einer Art Strandolympiade, in Katar starten. Doch für Laura und ihre leider geiler Truppe steht jetzt erst einmal das Finale der deutschen Meisterschaft an. Gegner ist Beach 49 aus Lichtenrade und die machen gleich deutlich, dass sie hier nicht zufällig im Finale stehen. Während die leider geiler Herren ihr Doppel glatt in 2 Sätzen gewinnen, muss Laura mit ihrer Partnerin Alexandra Majanovic in den Champions Tiebreak. Einen Matchball haben sie bereits abgewehrt. Nun haben sie ihrerseits die Chance, das Spiel zu entscheiden. Und können sie nicht nutzen. Den dritten Matchball verwandelt dann eine andere Laura, Laura Jähnel von Beach 49, der Ausgleich nach 2 Partien. Jetzt müssen die Mix-Doppel die Entscheidung bringen. Und auch hier gehen beide Begegnungen in die Verlängerung. Während Majanovic-Lünstrow ihr Match-Tiebreak 4:10 verlieren, kämpft sich Laura mit ihrem Mixed-Partner Dominik Manz nach einem 0:5-Rückstand zurück und gewinnt am Ende 10:7. Ein weiterer Champions-Tiebreak muss darüber entscheiden, wer hier am Beach-Mitte deutscher Meister wird. Und diesmal lassen Laura Kempkes und Dominik Manz nichts anbrennen. Gewinnen für ihr Team den deutschen Meistertitel gegen Luisa Schlusen und Felix Obst von Beach 49 mit 10:6. Also der Dominik Manz und ich haben vor 3 Jahren hier schon mal ein entscheidendes Mix gespielt und wir wussten, dass wir das packen können und wir wussten, wenn der erste Punkt uns gehört und wir haben uns versucht zu pushen und der erste Punkt ging an uns und dann ist in so einen kleinen Lauf gekommen und von fortan lief es dann auch sehr gut für uns. Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft und natürlich auch an die Teams auf dem Silber- und Bronze-Rang. In diesem Jahr war Berlin leider geiler. Sonnenbrille im Club ist leider geil. Die Platte von Eichen war nicht so mein Ding, doch ihre Shows sind leider geil. Oh Gott, wer ist diese Schwulle neben mir im Bett? Ich war wohl gestern Abend leider geil. LED unterm Bett, LED unterm Schrank, LED unterm Sofa leider geil. Ein Drache und ein Krieger kämpfen auf dem Berg. Airbrush-Gemälde leider geil.